C'est où il a bénéfi là. Dame en red. Hein. Und hoffen, dass wir das hier vielleicht doch noch in einer Aufnahme durchkriegen. Ich müsste das vielleicht mal... Klein Moment, wir machen uns mal eine Kiste. Da müssen wir nämlich nicht alles wegschmeißen, was wir hier sammeln, dann können wir nämlich das auch ganz einfach sichern. Ja, ich schade um die ganzen Rohstoffe, ne? La 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 la. Frage mich, warum ich denn nicht schon eher drauf gekommen bin. Okay, jetzt alles schon deleted, ist aber egal. Ich putte mich selber mal straight hier durch. Und danach können wir die ganzen Verbesserungsarbeiten vornehmen. Ja, die geht schon schneller, die Hacke, merkt man schon. Diamanten sollte ich ja so auch nicht beschädigen, von daher kann ich die Hacke auch nehmen. Weil alle Steine, die ich hier abbuddle, die habe ich ja vorher schon gesehen. So. Mal ganz kurz ein wenig Licht schaffen. Na los, komm, lass mich ankommen. Der dauert noch. Go. Schneller, ich will hier durch. Was ist so weit, ist es gar nicht mehr. Von der Seite aus. Komm schon, go, go, go. Keine Müdigkeit vortäuschen. Okay. Hinten sieht man schon die Dreharbeiter. Wir schaffen das schon. Irgendwann schaffen wir das schon. Erstmal ausleuchten hier, damit ich die ganze Fackel nicht zwischendrin noch setzen muss. Na gut, das ist doch eine ganz schön lange Strecke noch. Ich will endlich fertig werden, damit kann ich sein. Die hier. So. Ah, jetzt geht das hier los hier, ja, mit irgendwelchen anderen Rohstoffen. Am besten doch Gravel, damit man drei Tage nach noch die Stapel abbauen darf, die sich da bilden. Ja, genau, diese Stapel meinte ich. Ja, genau. Genau das meine ich. So, Moment. Ach ja, Gravel. Wenn man ihn nicht braucht, findet man ihn in Massen. Wenn man ihn braucht, findet man ihn gar nicht. So ist er. Aber so weit ist es eigentlich gar nicht mehr. Einmal zur Kiste und dieselbe Strecke nochmal. Dann
Dann haben wir den Weg endlich geschafft. Na go go. Go 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 Ich will ja auch unbedingt noch so einen Schatz angeln. Es gibt da noch Schätze zu angeln. Vielleicht machen wir das auch noch, die Aufnahme. Vielleicht machen wir das die Aufnahme noch, ich weiß nicht. Also die Eisenbahn verlegen werde ich jetzt auf jeden Fall nicht in der Aufnahme, das ist mir zu blöd. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich packe mir jetzt einfach hier dieses Steinchen an, dann wird's hier ausgebessert. Ich hoffe, ich habe noch genug Ausbesserungssteine dabei. Denn wir können ja nichts mehr abernten. Abernten. Steine abernten. Okay, hauen wir hier nochmal Steine rein. Das nehme ich mit. Super, dann das hier noch. Das hier noch und hier haben wir auch noch was gehabt. Da und da und da und da. Und da und hier haben wir einen Streifen. Einen Kackstift sozusagen. Da gab es auch eine lustige Mod, und zwar gab es da die Noob-Mod, die wollte ich mir installieren. Und dann lauter Noob-Kreaturen durch Minecraft laufen, Creeper, die nicht explodieren, Zombies, die nicht ganz so viel Schaden machen, überall NPCs, die, wenn du sie tötest, spezielle Gegenstände droppen. Was ist denn da hinten für ein Vieh? Seht ihr das? Oder ist der Eingang? Kann auch so der Eingang sein. Aber das Problem bei denen ist, dass die auch gleichzeitig ein Gebäude spawnt in der Umgebung. So Noob-Gebäude halt, ne? So Erdhäuser und Kackstifte und... Oh nee, da habe ich mir gedacht, bevor ich das jetzt mache und mir das dann irgendwie meine ganze Welt zerspawnt, weil überall diese Kackhäuser auftauchen, dann habe ich echt keinen Bock gehabt drauf und da habe ich es dann doch gelassen. Die Viecher sahen an sich ganz süß und witzig aus, nur die Viecher hätte ich genommen, aber... Mit der Modifikation des Kackstift-Vorhandenseins habe ich mir dann gedacht, ne, das musst du dir nicht geben. Und da habe ich jetzt wirklich keinen Stein mehr, das ist doof. Aber es ist gar nicht mehr so viel, was ich ändern muss. Huch, gib mir seine Hand. Tja, dann machen wir das halt so. Sie finden sogar Gold dabei. Gold, Gold, Gold. Das sollte reichen.
Was? Da ein Loch habe ich nie gesehen. Hier einer hin. Hier. Ja, das war's schon. Super, das war's schon. Dann geben wir uns einfach mal nach oben. Ah nee. Hier ist er auch noch. Oh. Und es klingt fast so, als wenn mir gleich Lava entgegenschießt. Ich hoffe es zwar nicht, aber es kann gut sein. Spätestens bei der selbstgebauten Steinmauer da hinten wird es der Fall sein. Denn die haben wir ja vorne Lavawand gezimmert. Aber hier ist unser Stein eh alle. Okay, lass mal das. So. Dann geht man mal auf die andere Seite der Welt. Lalalala. Ist überhaupt nicht laut oder so. Nein. Überhaupt nicht. Ich lasse den Wagen mal da oben stehen und begebe mich nach hier. Level 30 haben wir ja noch nicht. Das sieht ja auch mal geil aus. Ist immer richtig mit Dampf dahinter. Hey, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Aber wir müssen auch noch Diamanten holen, gell? Wir brauchen erstmal Diamanten. Um dann damit eine Diamantschaufel zu machen. Ich glaube, ich habe noch auf Peaceful gestellt. Habe ich gerade gewundert, warum ich dich absacke. Okay. Ich sehe gar nichts gerade. Ist wirklich sehr dunkel. Ich stelle doch mal auf 100% Helligkeit. Auch das bringt bei dem Shader anscheinend nichts mehr. Option, Shaders. Schaut, der Shader ist nachts halt wirklich sehr dunkel. Äußerst dunkel. Man muss wirklich in der Zivilisation bleiben, um etwas erkennen zu können. Ich muss mal gucken, was ich denn für Spitzhacken noch habe. Moment. Was war der ganze Spaß hier rein? Dann haben wir hier noch 23 Diamanten. Also ich glaube, die Diamanten nehme ich mal mit. Ich glaube, die habe ich woanders reingepackt. Gold haben wir noch. Kommt aber nicht hier rein. Gold kommt hier rein, Eisen kommt hier rein.
Und alle Diamantsachen sollte ich ja theoretisch in der Ender Chest haben. Die sich hier befindet. Immer noch eine normale Schaufel, das war's. Okay. Und hier haben wir noch eine Diamant-Axt. 23 Diamanterz, 3 Diamanten. Okay. So. Diamantaxt also gemacht. Und da wollen wir mal schauen, dass wir Level 30 schnell noch kriegen. Huch. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Hühnchen zu töten. Ich glaube, wir hatten noch ein paar Hühnchen übrig, die wir töten können. Ich lasse die Tür das mal offen. Hühnchen. Ich glaube, es ist einfach so dunkel, weil es gerade regnet. Das kann auch sein. Ist das die Helligkeit ein wenig beeinflusst? Wir haben noch Hühnchen zu töten, alles klar. Sterbt alle. Aber auch diese reichen nicht für mein Level. Die Federn und sowas habe ich jetzt einfach mal wieder unten rein. Stirb. Hallo, stirb. Okay, auch das reicht nicht für unser Level. Wir müssen wohl auf Jagd gehen, auf Leveljagd. Ich versuche mich bei Hühnchen. Was ist das denn? Okay, bei Regen sieht das alles ein bisschen seltsam aus, wegen der Dunkelheit. Finde ich nicht schön, aber okay. Da ist noch ein Hühnchen. Option. Ich weiß zwar nicht. Ich habe einfach vergessen auszuschalten, stimmt. Sterbt einfach alle. Wir sind bei Level 29, einhalb, es könnte noch eine Weile dauern. Soll ich jetzt so viele Level herkriegen, ey? Level! Ja, Level sind ja nicht, ist einfach nur XP fürs Level. Ich töte ja alles schon, was ich finde. Sterbt alle! Gebt mir eure XP, ich vernichte die ganze Welt für Level 30. Level 30. Sie müssen die ganze Welt vernichten, um dieses Level zu erreichen. Okay.
Diese Kuh wird mir Level 30 bringen. Nicht? Dieses Huhn wird mir Level 30 bringen. Yay! Ich dachte schon, die will mich verarschen, das Huhn. So. So. Und nach unten. So, die Eier kurz vernichtet. Und dann hoffen wir mal, dass das jetzt hier was wird. Auf Fresh Physical Demon. Snuff Scrolls Creature. Self Ball Fiddle Fresh. Yo. Ich habe eine Zeile Behutsamkeitsaxis gemacht. Nein, aus Frust beende ich jetzt die Aufnahme. Nee, aus Frust nicht, aber ich beende die Aufnahme trotzdem hier an dieser Stelle. Wir haben jetzt 4 Stunden Aufnahme, vielleicht sogar noch mehr. Jetzt soll das mal reichen fürs Erste. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, liebe Freunde. Und bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal mit dem geilen Shader-Mod. Ciao.